So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Zelda Ocarina of Time. Den letzten Part habe ich mir auf dem Friedhof die Hymne der Sonne beibringen lassen und wir haben unser erstes Herzteil gefunden. Und jetzt geht es direkt weiter zum Todesberg. Und zwar indem wir einfach dieser Wache hier den Brief von Zelda zeigen. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Link. Er hat einen Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren, Prinzessin Zelda. Was ist das denn für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Ach, Herr Nahrungsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Tja, haben wir schon, nämlich den Hylia-Schild. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf rasch weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann ihm nicht weg. Mein Job. Ja, der ist echt eine arme Sau, der kann den ganzen Tag hier am Tor stehen und es bewachen. Aber naja, die Maske, die werden wir uns später noch holen. Jetzt geht's erstmal auf zum Gebirgspfad. Ja, wie gesagt, den Hylia-Schild haben wir bereits gefunden. Deswegen haben wir ihn umsonst bekommen. So, jetzt müssen wir diese roten Arachnen. Genau. So. Dort oben könnte jetzt so ein Herzteil sehen, aber da können wir leider noch nicht rankommen. Das geht erst wesentlich später. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach weiter. Was zum... Hey, was gefällt es auf, wo du langläufst? Langrollst. Sowas. Ach ja, übrigens, den Brief brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So, einfach mal wechseln. Hier gibt's auch was Schönes. So. Jetzt ist einmal. Ich meine, hier gäbe es zwar noch so ein geheimes Loch, aber das geht erst, wenn wir die Hymne des Sturms gelebt haben. Das geht auch erst wesentlich später dafür. So, ich will Geld, ich will noch viel, viel mehr Geld. Gib mir Rubine. So, was will das? 123 Rubine, ist ja ganz nett. So, ach, ich mach's doch lieber wieder Tag. Das ist richtig praktisch, weil manche Ereignisse finden eben nur in der Nacht und manche nur am Tag statt und damit kann man sich ziemlich viel Wartezeit ersparen. So, und hier wären wir auch schon. Goronia, Stadt der Goronen. Und auf geht's. Irgendwie mag ich den Beat. Kannst du uns weiterhelfen? Finde ich den Chef hier, ne? Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät erst fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich herführte? Du suchst einen heiligen Stein. Damit musst du den leckeren roten Stein, wenn der für uns noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen.
als ich kam, war erfüllt. Bist du bescheuert, du kannst ja nicht den heiligen Stein essen. Vielleicht hat ihn der Huni ja weggenommen. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle ihn so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boden der Königsfamilie warten. So, und zu diesem besagten Darunia müssen wir der Zimmer hier ganz oben. Wenn wir uns jetzt auf den Teppich stellen und Zellas Wiglied spielen, werden wir auch reingelassen. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen, die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei. Dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremden in Anspruch zu nehmen. Der hat hier mal echt eine scheiß Laune. Bevor wir das nicht ändern können, hilft er uns nämlich überhaupt nicht weiter. Aber ich kann Folgendes tun. Ich werde jetzt hier ein bisschen Feuer ausbohren. Und erstmal die ganzen erloschenen Fackeln hier wieder anzünden. Eins, zwei. Schon dreht sich dieser riesige Stein im Kreis. So. Hier kann ich auch mal etwas öffnen. So, wir jetzt in den Shop gehen, aber wir brauchen sowieso nichts mehr zu tun, weil der Fackel. Naja, und in diesem riesigen Stein befindet sich zwar ein Herz, aber das können wir auch erst bekommen. Geheimer Warp in die verlorenen Wälder. Oh, du bist auch wieder da. Willkommen, ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Ja. Ja, ich kann die Musik auch hören. Muss ich mich nochmal wiederholen? Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja, ja, den Weg kenne ich auswendig, danke. So. Aber ich möchte jetzt noch nicht direkt in die verlorenen Wälder, sondern ich kehre erstmal hierher zurück. Jetzt bin ich im Blockierewald und wenn ich jetzt wieder reingehe, bin ich am Anfang der verlorenen Wälder. So. Und hier gibt es nämlich ein schönes kleines Minispiel. Einfach dreimal in die Mitte dieser Zielscheibe treffen. Fantastisch, du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm dies an dich. Tasche ist größer geworden. Jetzt kannst du insgesamt 50 Deko-Kerne tragen. Ja, das war das zweite Upgrade für die Deko-Tasche. So. Und jetzt müssen wir zur heiligen Lichtung. Was willst du denn schon wieder? Was soll dir wohl sagen, wie du jetzt wüsste, dass sie Ruhe retten? Tja. Das wirst du gleich selber sehen.
Sammer, der aber ganz einfach zu besiegen ist. Einfach einmal ausruhen lassen und dann eine Sprungattacke in den Rücken machen, die sind sofort erledigt. So. Was machst du denn? Das nenne ich fiese Typen. Ja, genau. Jetzt sind wir da, das ist sowas von da. Sogar noch eine zweite Ocarina. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ja, natürlich. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Spiele geschwind Salias Lied. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst damit jederzeit mit mir sprechen. Gut zu wissen. Jetzt haben wir schon unser drittes Lied erlernt. Du hast Salias Lied erlernt. So, das war's auch schon jetzt. Können wir wieder zurück nach Coronia? Sein Leben lassen, wird er von seiner Fee wiederbelebt. Das ist sozusagen quasi ein zweiter Versuch. So, einfach hier oben wieder drüber springen. So, jetzt müssen wir uns beeilen, weil der Link. Was denn du schon wieder hier? Hat Sally dir ein Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hyrule. Ja, danke, das kenne ich alles schon. Nein, du musst dich nicht wiederholen. Alle Lieder, die du lernst, werden im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Ja, da hat er recht. So, jetzt machen wir einfach eine kleine Abkürzung. Wir gehen zurück in den Kokiri-Wald. Sind wir gleich wieder hier. So, und jetzt gibt es hier noch ein nettes Herzdeck zu holen. Mit diesem kleinen Horror-Kit soll es nicht